Ja, und damit sage ich wieder mal Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu Final Fantasy 3. So, wir sollen ja jetzt hier den Djinn praktisch auf die Pelle rücken. Und das werden wir jetzt auch tun. In der versiegelten Höhle. Hier muss man natürlich aufpassen, weil die Viecher sind hier nicht gerade ohne. Und ja, natürlich werden wir hier eben halt noch alles ausscouten. Da haben wir sie. Die schwingenden Drachen. Oder. Oh, ich habe ganz vergessen, den zu equippen. Egal. Ach, jetzt kann ich euch das mal mit Vita zeigen. Obwohl, nicht die Runde werde ich danach mal machen. Sobald ihr untote Gegner habt, spammt sie mit Vita voll, weil das können die überhaupt nicht ab. Easy. Da haben wir noch ein Kistchen. Jetzt zeige ich euch das mal. Also, wir machen hier Refire Magie wieder. Aber nicht auf uns, sondern auf den Skelettkrieger. Der mag das nämlich überhaupt nicht. Zack, 90 Schaden, auf Wiedersehen. Ja, der war gut. Und wieder. Ja, das ist deshalb, weil eigentlich zwei Magierklassen da sind nachher. Oder soll eigentlich sein. Bei mir werde ich dann später umswitchen. Ja, hier machen wir eben halt dasselbe Spielchen nochmal. Zack, alles, was untot ist, muss weg. Aber wir haben noch einen, achso, nee, wir können erstmal hier runtergehen. Gehen. 500 Gil. Schade, das sah aus, als ob man da langlaufen kann. Jetzt ist aber natürlich so, wenn ihr das mit diesem Vita macht, passt wirklich auf, weil es frisst, ihr habt nicht so viele Magiepunkte. Und wenn ihr dann mal Heilung braucht, dann seid ihr richtig am Arsch. Von daher ruhig ein bisschen vorsichtiger damit rangehen. Schade, sah so aus. Aber hier gibt es anscheinend nichts. Außer nur Skelette. Coins! Oh, das war aber viel Damage. Muss ich das echt so machen? Du könntest auch noch mal Energie hier brauchen. Ja, hier gibt es irgendwie nichts. Denkt man zumindest. Die Prinzessin. Was machst du hier?
Na. Ihre Hoheit hat gesprochen. Ey, die ist ganz schön in den, merkst du das, ganz schön parteiisch war, Alter. Sie kann man nicht equippen, weil sie ist nur, ein Sidekick sozusagen. Aber wir wollen ja den Djinn jetzt auf die Pelle rücken. Ne, hier ist kein Geheimnis. Schade. Ey, macht bloß nicht zu viel Schaden. Achso, halt, ich muss ja mal gucken, was der für eine Bewaffnung hat. Nicht, dass der hier bloß Kindergartenwaffen hat. Ja, hier sind alle noch Freiberufler. Rüsten. Ignus, linke Hand. Dachte ich mir schon. So, wir haben uns natürlich verlaufen. Achso, halt, wir müssen nach Norden, ja. Ah, das ist ja schon eine ganz andere Schadensklasse. Ah, ja. Schön alle aufstehen. Ich finde das immer cool, wenn die sich dann so bewegen und sagen, yeah. Muss ich sagen, für damalige Verhältnisse, also, okay, das ist ja jetzt hier ein Remastered, aber Magie. Oh, ja, nix. Haben wir noch eine Portion? Ja, haben wir noch. Passt doch. Ich könnte die Portion jetzt hoch auf diesen Zombie anwenden, aber ich lasse das mal lieber. Wir wollen ja hier nichts verschwenden. Läuft. So, hier vorne ist der Djinn. Jetzt müssen wir hier erstmal, nee, Portion. Du brauchst. Ja, muss reichen. Ja. Die Macht. Ja, war wohl nix. So. Nein, du greifst an. Du benutzt Items.
Antarktiswind. Also wie ihr seht, wenn man weiß, wie man Gegner klein kriegt, dann... So, das war's schon. Tja, du kleiner mieser Djinn. Verbanne ihn. Ja, wir schaffen das natürlich. Auf Wiedersehen. Ja, du hast uns gerufen. Wir vier wurden auserwählt als Krieger des Lichts und Bringer der Hoffnung. Ja, wir sind die letzte verbleibende Hoffnung der Welt. Wenn wir versagen, geht das Licht verloren und das Gleichgewicht ist für immer zerstört. Mit dieser Kraft können wir die Kristalle der übrigen Watt extrahieren. So, jetzt kommt ein kleiner Abspann. Da dachte ich erst, das Spiel ist zu Ende, aber das ist nicht der Fall. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut, dann braucht ihr nicht warten. Weil jetzt seht ihr bloß das Bild da ein bisschen, was eben halt die Entwickler etc. Also, bis gleich. So, jetzt kam der Abspann. Ja, da wurde eben halt nur noch mal gesagt, dass ihr eben halt alles Mögliche seid. Also sprich Bringer der Hoffnung und Krieger des Lichts. Kupo! Ja, hier ist jetzt nochmal die berufsspezifische. Werde ich euch gleich erklären. Ach, ups, jetzt bin ich am Nest vorbeigelaufen. Ja. Zum Schloss gehen wir später. Achso, ich zeige euch mal, was man hier noch machen kann. Pass auf.
Wie war ich? Scheiße. Ja, Antidote und Augentropfen. Sie tanzt für uns. Ich bin eine Tänzerin. Schau mir zu. War das nicht süß? Eckpöppen sparen wir uns. Ach so, halt, den Ältesten wollte ich ja nochmal sprechen. Ah, ab nach Kasus soll ich wieder. Hier kann man noch mal einkaufen gehen. Wir haben 5000, das heißt. Ja, 10 Mal ist in Ordnung. So viel brauchen wir ja eh nicht. Und ab runter nach Kasus. Der Fluch ist doch aufgehoben. Oh, nee, ist er noch nicht. Halt, ah, ja, halt. Was vergessen? Ah, ich komme wieder mit. Wir müssen ja zurück ins Schloss. Lalalala. Ihr seid zurück. Ingus. Na, ab zu den heiligen Quellen. Und den Fluch aufheben. Der Fluch ist aufgehoben. Yeah! Der will gar nicht. Das tut mir so leid. A boat. Ein Schlauchboot. Ein faltbares Kanu. Das möchte ich mal zu gerne sehen, wie das auf und zu geklappt wird. Ja, hier, sonst gibt es hier weiter nichts. Und damit hätten wir Schloss Kasus abgeschlossen. Aber wartet, die Prinzessin will nur einen Abschiedsgruß machen. Na klar, machen wir doch. So, das müssen wir holen. Und abrennen. Der Schmied.
Na, jetzt will er nach Hause. So, die haben wir schon auf dem anderen Speicherplatz, also von daher können wir uns die sparen. Aber Mithril-Schwert nehme ich erstmal mit. Brauchen wir zweimal. Weil jetzt geht's an die Berufe. Also, ich nehme den Rotmagier. Ark war bei mir Mönch. Ich weiß bloß nicht, ob es die richtige Berufswahl war. Ich fand bloß die Klamotten cool. Und er bleibt so. Und jetzt müssen wir die neu ausrüsten. Halt. Wir nehmen erstmal den. Mithril-Schwert. Ja, die Bronzekrallen, die braucht unser kleiner Freund. Nämlich er hier, der Mönch. Und damit hätten wir das auch. Ach, halt, den Kupo. In Mognet. Ja. Okay. Ja, damit wären wir eigentlich erstmal am Ende der Folge angekommen. Aber den Zit, den werden wir jetzt schnell noch abplaudern. Ja, jetzt müssen wir Sid denn erstmal ab hoch zum Schmied, glaube ich. Sid, du alter Halunke. Aha, also eben halt den Bug. Der Bug wird jetzt einfach verstärkt mit Mithril. Das gefällt dir ja nicht. Ja, ging super schnell. Achso, hier sind auch noch zwei Sachen. Eine Portion. Ja, zum Beispiel, achso, ja, halt. Wir müssen jetzt einmal Feuer, einmal Eis. Schlaf brauchen wir nicht. Jetzt geht's um die Magie. Da nehmen wir ihn mal Schlaf. Ja,
Schlaf brauchen wir nicht. Ablegen. Der kann nämlich auch wieder. Und natürlich Eis. Also, er kann mehrere Sachen lernen. War klar, damit du abhaust. Alle Waisenkinder, Boom! Und das Luftschiff ist Schrott! So, okay, Leutchen, das war es erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten und werden sehen, wie es da weitergeht. Ciao, bis dann, euer NASA-Player.